Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops Cold War Zombie Karte die Maschine, die neue Wunderwaffe, die TOT Schockwelle oder auch auf Englisch die DIE Shockwave bekommen könnt. Allgemein kann man sagen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die neue Wunderwaffe zu bekommen. Zum einen durch die Mystery Box oder auch durch die Aufgaben, die man im Labor erledigen kann. Da hat man aber allerdings keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass man die Waffe auch tatsächlich bekommt. In diesem Tutorial bekommt ihr sie wirklich zu 100%. Der erste Schritt, den ihr erledigen müsst, ist bis Runde 8 zu spielen, bis der Miniboss-Zombie auftaucht mit dem Namen Megaton. Auf den Megaton müsst ihr so lange drauf schießen, bis er sich teilt, also quasi bis ihr ihn getötet habt, und dann teilt er sich auf in den Megaton-Bomber und den Megaton-Sprenger. Diese beiden neuen Miniboss-Zombies müsst ihr nun auch wieder töten, bis die beiden einen goldenen Gegenstand fallen lassen. Dieser goldene Gegenstand ist die Schlüsselkarte. Und die könnt ihr mit eurer Aktionstaste aufheben. Das ist auf der PlayStation die Viereck-Taste, auf dem PC die F-Taste und auf der Xbox die X-Taste. Mit dieser Schlüsselkarte müssen wir jetzt in das Waffenlabor. Das findet ihr unten im Bereich bei der Maschine, wo auch der Strom ist. Und dort muss man jetzt an den Waffenschrank gehen und dort die Schlüsselkarte einstecken. Dann seht ihr, dass sich eine Schublade öffnet und in dieser Schublade findet ihr dann die TOT-Fernsteuerung. Mit dieser TOT-Fernsteuerung müsst ihr jetzt wieder in den Anfangsbereich gehen, und zwar nach der Untoten rein, also quasi dieses Gebäude direkt am Anfang, und dort in den Wohnzimmerbereich reingehen. Da seht ihr jetzt auch einen Spalt in der Wand. Wenn ihr zu diesem Spalt in der Wand hingeht, dann seht ihr, dass ihr die TOT-Fernsteuerung aktivieren könnt. Mit der TOT-Fernsteuerung aktiviert ihr automatisch auch die Falle, diese befindet sich in der Tür. Mit dieser Falle müsst ihr jetzt so ca. 20 bis 30 Zombies einsaugen lassen. Ihr seht dann auch, dass die Seelen eingesaugt werden. Und solltet ihr das nicht in einem Durchgang schaffen, ist das kein Problem. Dann gibt es einen kleinen Cooldown und der dauert so 30 Sekunden ca., bis ihr die Falle wieder aktivieren könnt. Und ihr müsst auch nicht alles von vorne machen, sondern die Seelen, die schon drin sind, werden auch gespeichert. Sobald keine Zombies mehr eingesaugt werden und ihr auch einen Ton hört, seid ihr fertig mit der Aufgabe. Und dann müsst ihr quasi wieder zum Spalt in der Wand gehen und dort könnt ihr nun die Falle entladen. Wenn ihr die Falle entladet, dann springt die Tür auf und hinter der Tür sitzt in dem Raum ein Skelett mit der TOT-Schockwelle. Da müsst ihr jetzt auch einfach wieder nur eure Aktionstaste drücken und schon habt ihr die Wunderwaffe bekommen. Die Wunderwaffe braucht ihr unter anderem auch für das Easter Egg. Mit L2 könnt ihr Sachen einsaugen und mit R2 diesen Schuss, den ihr jetzt auch hier gerade im Gameplay seht, abfeuern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, um mich zu unterstützen, und auch gerne einen Kommentar, wie ihr die neue Wunderwaffe findet. Falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal und keine weiteren Tutorials verpassen wollt zu die Maschine, dann drückt auch gerne unten auch auf Abonnieren und aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video erscheint von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, haut da rein und ciao.